Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, neue Woche, neues Glück. Ich habe wieder 10 Pieces rausgesucht. Sind ein paar ganz nice Sachen bei. Deswegen will ich gar nicht lange drum herum reden und wir fangen wieder an mit den Pieces. So Leute, ganz frisch reingekommen bei Endclosing gibt es gerade wieder einen Restock von neuen Essentials, Fear of God Essentials Sachen. Ich habe da jetzt nicht explizit was rausgesucht, es gibt verschiedenste Sachen, Hoodies sind am Start, Polos, ist jetzt nicht ganz so mein Fall, aber die Tasche etc. Es sind wirklich ein paar ganz coole, nice Pieces dabei und auch T-Shirts etc. Die Sachen sind immer sehr, sehr gut geschnitten und ich finde preislich auch echt im Rahmen. Dementsprechend checkt das gerne ab. Bei Endclosing gerade wirklich frisch reingekommen. Fear of God Essentials Sachen, immer wirklich eine sehr, sehr gute Wahl. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 2. Und Piece Nummer 2 ist ein T-Shirt, was ich gefunden habe, und zwar von Root. Ich finde die Aufmachung des T-Shirts sehr nice. Ich hätte den Kragen vielleicht noch einen Ticken enger, aber ist jetzt für den Sommer hingehend oder einen Frühling hingehend. Auf jeden Fall ein sehr cooles Print mit einem, ja, ich finde es auf jeden Fall nice. Hat so ein bisschen leichte Drop Shoulders, hat einen sehr coolen Schnitt, finde ich persönlich. Und es hat mir einfach gut gefallen, dementsprechend dachte ich, ich nehme das mit rein. Sehr cooler, streetiger Look von Root. Ist eine bekannte Marke. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich kennen. Und dementsprechend checkt das auch gerne ab. Wie gesagt, und hier habt ihr nochmal die 36% Rabatt. Coole Größen sind am Start. M ist am Start, L ist am Start. XL, also alles Wichtige ist am Start. Dementsprechend würde ich auch da eine Empfehlung aussprechen. Wirklich ein sehr, sehr cooles Piece. Kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece ist gerade leider nicht am Start, aber es kommt jetzt die Tage wieder rein und zwar ist das ein Flannel, was mir bei Zara aufgefallen ist und ich finde es vom Colorway extrem nice. Also ich habe mir persönlich hier auch den Alert gestellt, dass sobald es reinkommt, dass ich auf jeden Fall mal abchecke und ich finde diese Brauntöne, braun-beige, Grautöne extrem gelungen, wirklich sehr, sehr cool, Schnitt etc. sieht wirklich sehr nice aus. Preis ist wirklich sehr cool. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, tragt euch da ein, dann kriegt ihr eine E-Mail, dann ist das wieder am Start, dann könnt ihr das relativ zügig auch in euren Warenkorb quasi hinzufügen und dann auch shoppen. Ist wirklich eine dicke Empfehlung, sonst hätte ich sowas, was nicht auf Stock ist, auf jeden Fall nicht mit reingenommen, aber ich finde, es sieht sehr gelungen aus, sehr schöne Farben. Und dementsprechend dachte ich, komm hier, nehme ich es mal mit in die 10 Favorite Pieces der Woche rein, deswegen tragt euch ein, ist ein sehr, sehr cooles Flannel. Kommen wir zum nächsten Piece und nächste Piece sind ein paar neue New Balance 550er und zwar die 550er werden dieses Jahr in verschiedenen Colorways rausgehauen. Ich habe das in einem meiner letzten Videos schon erwähnt und hier der Colorway kommt dem Colorway, den ich habe, sehr, sehr nah. Dieses Creme, Grau, Beige etc. finde ich, ist ein sehr geiler Colorway, sehr neutral. Ist ein sehr schöner Schuh, muss ich sagen. Eine sehr coole Alternative zum Louis Vuitton Trainer, finde ich persönlich. Hat so diese klassische Tennis-Vibes, Tennis-Schnitt. Und trifft einfach perfekt gerade den Zahn der Zeit, der Schuh. Dementsprechend checkt das ab hier bei Sneakerbob, werdet ihr auf jeden Fall up-to-date gehalten, wenn der Schuh online kommt. Der kommt die Tage noch bei New Balance online. Der war schon mal die Tage bei einem Shop online, For Elementos. Ich schätze mal, das ist ein spanischer Shop. Ich weiß es leider nicht genau. Das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Aber ich habe gesehen, dass der Schuh die Tage noch bei New Balance rauskommt. Und dementsprechend finde ich es sehr nice. Und wer sowas haben möchte, checkt das gerne ab. Wie gesagt, einfach da up-to-date sein und einfach der Seite von Sneakerbob immer wieder reinschauen. Die halten das auf jeden Fall wirklich sehr, sehr updated. Und da werdet ihr den Release auf jeden Fall nicht verpassen. Ob ihr den dann bekommt, ist eine andere Sache, aber auf jeden Fall ein sehr geiler Schuh. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Der nächste Piece ist so eine genannte Aviator-Jacke, die es gerade bei Mango Man gibt. Ich finde, sie wäre wirklich sehr gelungen, hat einen sehr geilen, schönen Schnitt, ist von innen so ein bisschen gefüttert, hat so einen gefütterten Kragen. Ist jetzt natürlich nicht für die extrem kalten Tage, aber für, ich sag mal, so ein bisschen kältere Tage auf jeden Fall schon geeignet. Hat so ein bisschen diesen Flieger-Look etc. Ich finde sie sehr cool in diesem schwarzen bzw. dunklen marineblauen Colorway. Man kann das nicht sagen, welcher Colorway das jetzt hundertprozentig ist. Ich würde es aber eher sagen, dass so ein bisschen eher in die Richtung schwarz geht. Man muss sich natürlich auch live angucken, aber hier, die haben das zum Beispiel auch zu schwarzen Boots kombiniert und ich finde, das passt ganz gut. Wenn das jetzt zu blau wäre, würde ich das nicht zueinander anziehen, aber in dem Fall könnt ihr sehen, dass es wirklich zueinander passt. Ist eine sehr coole Jacke und auch diese ist nochmal 38% reduziert, also wirklich eine sehr schöne Jacke, sehr zeitlos, gefällt mir extrem gut und dazu noch der Rabatt. Also, falls ihr sowas sucht, checkt auch gerne das ab. Kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece ist kein Piece, sondern das ist ein Store, bei dem ich früher sehr viel reingeguckt habe.
aber ja, lange nicht gemacht habe. Und zwar ist das ein Shop aus UK und der heißt Miyoki Soku. Die haben einfach sehr coole, unique Sachen immer wieder am Start. Jetzt haben die hier zum Beispiel so Flannels oder Sherpa Flannels, aber auch Hoodies. Die haben eine ellenlange, wirklich ellenlange, sehr coole, ausgefallene, aber auch sehr hochwertige, ja, sehr hochwertiger Shop, wo ihr Sachen findet, die ihr wirklich nicht an jeder Ecke findet. Wirklich sehr, sehr hochwertig, muss ich sagen. Und da lohnt es sich immer wieder reinzuschauen. Wer den Shop nicht kennt, auch den Link findet ihr natürlich unten in der Infobox. Wirklich eine dicke Empfehlung. Miyoki Soku. Ich habe selber von mir mal vor Jahren ein T-Shirt gekauft und die sind wirklich dafür bekannt, dass sie sehr hochwertige Sachen machen. Wirklich ein sehr cooler Shop. Also checkt das sehr, sehr gerne ab. Die haben alles mögliche am Start. Von Klamotten bis Schmuck, bis Accessoires, bis alle möglichen Sachen sind da. Und alles mit eigenem Namen, eigenem Branding, eigener Entwicklung etc. Wirklich sehr hochwertig. Sehr, sehr dicke Empfehlung da. Kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece ist eine Sonnenbrille und zwar von Montblanc. Und diese Sonnenbrille besitze ich selber. Und ich habe jetzt gesehen, sie ist in verschiedenen Colorways bei Zalando reingekommen, die gerade aufgestockt worden ist. Natürlich von Montblanc, also eine sehr hochwertige Premium-Marke. Deswegen auch der Preis, 250 Euro. Aber ich kann euch sagen, diese Sonnenbrille ist auf jeden Fall... Also wirklich der Hammer und ich habe sie in dem schwarzen Colorway. Ich habe jetzt hier mal diese braune Variante rausgesucht, aber es gibt das Ganze nochmal in schwarz. Sehr filigran, sehr hochwertig. Kann ich jedem nur empfehlen, der noch eine coole, wirklich schöne Sonnenbrille, schlichte Sonnenbrille sucht für den Sommer. Ist auf jeden Fall mal was anderes als diese Standardsachen. Immer Ray-Ban. Ich trage zwar auch sehr, sehr gerne Ray-Ban, aber in dem Fall kann ich euch wirklich diese Brille sehr ans Herz legen. Ist eine sehr hochwertige Brille von Montblanc. Gibt es in verschiedenen Colorways. Checkt das gerne ab. Auch da findet ihr den Link unten in der Infobox. So, kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece habe ich bei Arket gefunden. Und zwar ist das ein Beanie. Und wie ihr seht, Beanies sind gerade wirklich, ja, sind eigentlich immer mega im Trend im Winter. Aber so diese Fisherman-Beanies sind wirklich die letzte Zeit so das Nonplusultra, was man neben Caps auf jeden Fall als Kopfbedeckung tragen kann. Und da fand ich den Colorway wirklich. Dieses Creme, Weiß, leicht beige, wirklich genial, für 30 Euro wirklich total attraktiv, super Preis und ich denke mal, das ist auch wirklich hochwertig, deswegen dachte ich, komm, ich nehme mal sowas mit rein, weil man den Colorway auf jeden Fall nicht an jeder Ecke findet, dementsprechend checkt das gerne ab, dicke, dicke Empfehlung, ich denke, den Beanie werde ich mir auch mal anschauen. Kommen zum nächsten Piece und das nächste Piece ist eine, ja, Buntfaltenhose mit so ein bisschen lockerem Schnitt, die es gerade bei Asos gibt für 32 Euro und ich fand einfach die Kombo-Schnitt etc., also diese Kombo aus dem Ganzen, mir gefällt der Colorway, mir gefällt der Schnitt, mir gefällt die Hose einfach, der Preis ist wirklich sehr, sehr nice und ich dachte, ich nehme es mal mit rein, wirklich, was für mich jetzt persönlich nicht sein müsste, ist der Umschlag, aber gut, das ist so ein kleines aber in der ganzen Geschichte, da muss man sich mit arrangieren können oder nicht, aber hat einen sehr, sehr coolen, ja, sehr coolen Fit, sehr coole Optik, dementsprechend habe ich die mit reingenommen, weil ich dachte, hey, so eine beige Hose, ein bisschen schicker, Anzugshose, die man cool zu Sneakern oder sonstigen, auch, ich sag mal, schickeren Sachen kombinieren kann, kann man immer gebrauchen und ja, ich dachte, ich nehme sie einfach mit rein, dementsprechend auch hier eine dicke Empfehlung. So, und dann kommen wir schon zum letzten Piece und das letzte Piece ist nochmal quasi ein Verweis auf meinem Do-It-Yourself-College-Jacken-Video und da habe ich euch gesagt, da gibt es ja wirklich eine sehr coole Alternative zu meiner Mango-College-Jacke und zwar ist das eine College-Jacke von Dan Fox Apparel, die es bei About You gibt, die meiner Jacke einfach quasi, ich sag mal, zu 99% ähnlich ist, sehr cool geschnitten, sehr hochwertig, für 89 Euro auf jeden Fall sehr stark, alle Größen sind am Start und ich finde sie sehr nice, weil sie sehr schlicht ist. Dementsprechend auch hier wirklich eine dicke Empfehlung ausgesprochen. Könnt ihr gerne abchecken. Wirklich jetzt für den Frühling eine super Jacke. Ich würde euch da empfehlen, wenn ihr, ich sag mal, das Ganze leicht oversized tragen wollt, geht einfach eine Größe größer. Wenn ihr es wirklich so normal tragen möchtet, nehmt einfach True to Size. Dementsprechend, ich habe die Jacke auch schon in der Hand gehabt, auch schon mal angezogen etc. Wirklich eine sehr, sehr schöne Jacke. So Leute, das war es an der Stelle wieder mit den Pieces. Ich hoffe, euch hat das ganz gefallen. Es sind wieder 10 Pieces. Wie gesagt, bei den ein oder anderen Sachen, wie zum Beispiel den Fear of God Essentials Sachen, müsst ihr wirklich schnell sein. Ansonsten sind die Sachen einfach ausverkauft. Dementsprechend, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst gerne ein Abo da, um mich so ein bisschen zu supporten und ein Like. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Peace, Leute. Schönen Tag noch.